Das Sandsackfest im vergangenen Jahr war ein Highlight für die Organisatoren und die Gäste. Das von ehrenamtlichen Helfern durchgeführte Stadtteilfest am Obelisk in Dessau-Ziebig soll in gemütlicher Atmosphäre stattfinden, wie uns Mitorganisatorin Christiane Nöten verriet. Ganz besonders bin ich froh, dass wir diesmal das technische Hilfswerk gewinnen konnten. Wir haben das erste Mal einen Wettbewerb vorbereitet. Wir wünschen uns, dass einige Gäste tatkräftig zupacken und uns zeigen, wie man einen Sandsackverbau macht. Also das gehört zum Hochwasserschutz einfach dazu. Und entsprechende Medaillen sind natürlich auch vorbereitet. Also es wird an dem Abend auch Deichgrafen geben. Und ansonsten, wen haben wir noch? Alles Dessauer Bands, also einmal Bitonal bin ich froh, das ist ein junges Mädelsduo. Und Fakt ist, denke ich mal, Urgestein von Dessau, die sind allgemein bekannt. Die Organisation, Finanzierung, Ausführung sei ehrenamtlich, unabhängig, überparteilich. Genau das wollte man auch im Jahr 2014 schaffen. Die Finanzierung solcher Events ist daher auch nicht so zu realisieren. Wir bekommen von der Kommune überhaupt keine Unterstützung. Ich muss fairerweise dazu sagen, wir haben auch keine beantragt, da wir die Diskussion ja um Bauhausfest oder Farbfest und Schifferfest und so weiter kennen. Wir finanzieren uns nur durch Spenden und Sponsoring. Das fängt jetzt so langsam an. Auch wenn es eher als kleines, aber feines Fest gilt, hoffen die Verantwortlichen auf viele Gäste. Denn das Fest verfolgt auch einen gewissen Zweck. Wir haben im Hochwasser 2002 festgestellt, dass gerade hier in Ziebig Siedlung das Zusammengehörigkeitsgefühl nicht so groß ist wie in einer Ortschaft wie Waldersee oder Kühnau. Da gibt es eine freiwillige Feuerwehr, da gibt es einen Ortschaftsrat, da gibt es einen klaren, festen Anlaufpunkt. Das haben wir hier in Ziebig nicht. Und die Idee des Organisationsteams Sandsackfest war eigentlich auch, dass wir hier so eine Art Ortschaftsrat oder Ortschaftsbeirat installieren, um das doch nachzuholen. Das ist einfach für die Organisation, wenn im Ort was ist. Hochwasser war ganz prekär 2002, ganz wichtig, dass es da eine Anlaufstelle gibt. Am Sonnabend von 18 bis 24 Uhr findet das Sandsackfest in Dessau-Ziebig am Obelisk statt. Wie in den Jahren zuvor ist auch in diesem der Eintritt frei.